sagen würde, erzählen Sie mal, wo Sie in Ihrem Leben getröstet worden sind, und zwar durch Ihren Glauben. Die könnten was erzählen. Heidelberger Katechismus, dass ich mit Leib und Seele, mit allem, was zu mir gehört, mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Punkt. Eine Antwort zu haben, was tröstet dich in deinem Leben, was kann dich trösten? Und dann hat es mich angerührt, dass ich an diesem Orte war und dann auch in der Kirche, wo man sagt, hier, da ist Jesus geboren, da, guck. Und von diesem kleinen Ort Bethlehem, wo so viel Unruhe jetzt ist zwischen Israel und Palästina, ihr nehmt das wahr in dieser Zeit, von da ist ausgegangen der Trost in diese Welt. Und dann berührt es mich, dann stehe ich da in Bethlehem und denke daran, sie kommen ja wieder dieses Jahr, sie werden ja wieder bei mir klingeln. Da kommen die Pfadfinder mit einer kleinen Lampe und sagen an der Tür, wir bringen dir das Licht von Bethlehem. Das wird ja angezündet an der Stelle, wo man sagt, da ist Jesus geboren. Und dann bringen sie es per Flugzeug, stellt euch vor, ein Lichtlein verpackt schön hier nach Deutschland und dann zünden sie die Kerze an und bringen es in die Häuser und wir bringen es in die Kirchen. Ich finde das rührend. Und dann habe ich dieses kleine Licht, mehr ist es doch nicht. Und dann habe ich es eines Jahres, das ist glaube ich 2 Jahre her, zu einer Frau gebracht im Krankenhaus und gesagt, ich bringe Ihnen was. Das ist das Licht von Bethlehem. Und dann hat sie geweint. Und ich wusste, warum sie weint. Weil sie den Trost gespürt hat. Diesen zarten, so anfechtbaren und doch so gegenwärtigen Trost, den Christus in unsere Welt gebracht hat. Ich bringe dir das Licht von Bethlehem. Sterben wir im Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören zum Herrn. Amen.